voriges Jahr, ich glaube es war im März, ich habe noch getragen den Mantel mit Nerz für meinen Freund, der war voriges, war drüber so paff, da war im Apollo-Theater ein Aff. Ich meine, aber nicht im Publikum, sondern hier oben am Podium. Der Aff ist nämlich ein Künstler gewesen, genauso wie ich. Man konnte ihn lesen auf allen Plakaten in rotem Rahmen. Sein Name stand gleich über meinem Namen. Nur doppelt so fett und in dreifacher Höhe. Er war auch schon länger beim Varieté. Und viel berühmter als ich deswegen. Also, ich und der Aff, wir waren Kollegen. Wir waren im Theater zusammen engagiert, wir waren beide groß annonciert. Ich, weil ich hübsche Gedichte schaff, und er wieder, weil er war halt der Aff. Ein blödes Gesicht hat der Kerl gehabt. Er hat immer so mit den Augen geklappt und ewig hat er sich gekratzt, immer so da rückwärts. Nur Ruhe, ich sag schon nicht wo. Aber Haare hat er gehabt, so viel, so weit und so lang und wo man nur will, auf dem Kopf, auf dem Hals und auf allen vier Tatzen. Ich hab ihn beneidet mit meiner Glatzen. Und nicht nur, weil stark er mit Haar war bekleidet, ich hab überhaupt den Affen beneidet. Es ist ja nicht schön, er war mein Kollege, aber er war mir halt immer und überall im Wege. Zum Beispiel, die Bilder von ihm und von mir waren aufgehängt gleich rechts neben der Tür. Wenn man hereinkommt ins Foyer, damit sie sofort das Publikum sehen, also wie ich am ersten ins Foyer komme und unsere Bilder rechts in die Nähe kommen, sehe ich drei reizende, mollige Frauen, wie sie sich gerade unsere Bilder beschauen und höre, wie die schönste von ihnen gerade spricht. Hat der Aff ein blödes Gesicht? Das Maul so breit und die Lippen so dick. Schaut euch nur an, den vertrottelten Blick. Also ich hätte sie am liebsten umarmt deswegen. Sowas hört man ja gern, wenn es schimpft auf Kollegen. Aber wie ich dann hinschaue, knapp hinter mir, was sagen sie? Wo ist das Bild von mir? So eine Frechheit! Ich war ganz baff, waren die der Meinung, ich bin der Aff. Dabei war ich nicht einmal ähnlich dem Viech. Der Aff war nämlich viel schöner als ich. Dafür aber war er bedeutend blöder. Und trotzdem war er für alle ein Köder. Der Direktor hat sogar umschmeichelt ihn. Herr Moritz her und Herr Moritz hin. Er hat ihn gegrüßt von weitem schon. Und ich bin das Stiefkind der Direktion. Ich bitte sehr, durch volle 4 Wochen habe ich die schönsten Gedichte gesprochen. Und was war der Lohn, dass ich Mühe mir genommen? 3000 Kronen habe ich bekommen. Der Aff aber ist mit verblödeter Miene gekommen, gewatscht heraus auf die Bühne, hat sich rechts verbot und links verbot und hat sich die Beinkleider ausgezogen. Und wie er im Hemd war, hat er sich jetzt still auf ein weißes Gefäß gesetzt. Ich bitte, das war seine Produktion. Ich gebe nichts dazu und ich nehme nichts davon. Ich weiß zwar nicht, wo die Kunst da liegt, aber dafür hat er 8000 Kronen gekriegt. Ich bitte Sie, wollen Sie sich vorstellen jetzt, ich hätte mich auf das Weiße gesetzt, ich treffe die Kunst auch und ohne Geschrei. Nur glauben Sie, möchte mir wer zuschauen dabei. Und wenn mir schon zuschauen, wer möchte dabei mir, Geld geben möchte kein Mensch mehr dafür. Und sehen Sie, der Aff kriegt die dreifache Gage. Er ist der Star und ich die Bagage. Der Aff nur erklettert die Ruhmeshöhe. Drum gehen so viel Affen zum Varieté. Die Affen sind groß, die Affen verdienen und ich bin ein kleiner Kollege von ihnen. Drum habe ich den Moritz so bitter gehasst, ermorden hätte ich ihn können fast. Bei ihm hat gewackelt vor Beifall das Haus, bei mir aber war fast niemals Applaus. Halt! Einmal erblickte ich zwei klatschende Hände. Es war ein entzückender Theateragent. Ich hatte ein kleines Gedicht vorgelesen. Es ist nicht einmal so komisch gewesen. Aber wie ich die ersten 3 Worte gesprochen, ist mir der unten ins Brüllen ausgebrochen. Ich
weiß nicht, wieso ich mir den hab gewonnen. Die Tränen sind ihm heruntergeronnen und ehe ich noch fertig war, drückt ihm das Lob und er stürzt hinauf in meine Garderobe. Dort ist meine Frau gerade ruhig gesessen, die hat mich erwartet, hat unterdessen. Da stürzt der Agent durch die Türe herein. Gnädige Frau, Sie müssen verzeihen, aber durch mich sollen Sie Geld verdienen. Sagen Sie, gehört der Affe Ihnen? Was für ein Affe? Fragt die Frau ganz entsetzt. Noch der, der gerade die Gedicht gesagt jetzt. Meine Frau wollte den Mann unterbrechen, doch der schreit, ich hab nicht gewusst, er kann sprechen. Wissen Sie, Gnädige, ich war ganz baff. Ein Affe, der Gedichte macht, das ist ein Affe. Erst habe ich gedacht, er ist gar kein Vieh, sondern ein Mensch, so wie ich und wie Sie. Und dann habe ich mir gesagt, nein, so hässlich wie der kann er nicht sein. Ganz unter uns gesagt, was er da redet. Ich meine, die Gedichte sind ja recht blöd. Aber was will man? Man muss doch geschehen für einen Affen. Sind Sie ganz schön. An diesem Abend habe ich beschlossen, der Affe soll mir niemals mehr spielen einen Posten. Ich lasse mir jetzt langsam die Haare wachsen und lerne mich zu kratzen am Hals mit die Haxen. Und wenn ich imstand bin zu sitzen auf Stangen und mitten im Sprung einen Floh zu fangen, erst dann, wenn ich flott auf den Händen gehe, dann komme ich zurück zum Varieté. Dann werden entzückt mich empfangen die Leute, dann werde ich mich nennen Moritz der Zweite. Dann bin ich der Künstler und mache sie paff, aber nicht mehr als Dichter, sondern als Affe.